So, es scheint, als haben alle geschafft, auch das Audiosignal zu verbinden. Das ist ja dann doch immer wichtig, bevor man startet. Und dementsprechend möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zur Online-Vortragsreihe Kulturelle Zusammenarbeit mit China, Chancen, Herausforderungen, rote Linien. Und ich freue mich sehr, Sie heute zugleich auch im Namen des IFA, dem Institut für Auslandsbeziehungen, sowie der Stiftung Mercator zu dieser Vortragsveranstaltung begrüßen zu können. Wir werden uns darin der Kulturzusammenarbeit mit China widmen und den Trends und Entwicklungen, mit denen sich Akteure und Akteurinnen aus Wissenschaft und Praxis in Deutschland, in China und auch darüber hinaus auseinandersetzen. Diese Vortragsreihe wird vom IFA konzipiert und von der Stiftung Mercator gefördert. Auch Hintergrund zum IFA: Das IFA engagiert sich weltweit für ein friedliches und bereicherndes Zusammenleben von Menschen und Kulturen und fördert den Kunst- und Kulturaustausch in Ausstellungs-, Dialog- und Konferenzprogrammen und agiert als Kompetenzzentrum der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Zu dieser Arbeit gehört im Bereich Dialog und Forschung seit mehreren Jahren auch der Dialog mit chinesischen Partnern zu den Grundlagen des kulturellen Austauschs. Die Stiftung Mercator setzt sich unter anderem dafür ein, ein Mittel der internationalen Verständigung beziehungsweise mit Mitteln der internationalen Verständigung zu funktionierenden Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und vor allem auch für Europa besonders wichtige Länder, wie in unserem Fall heute China, beizutragen. Beispielhaft für China ist hier der ja seit 1998 von der Stiftung geförderte Schüleraustausch mit China, den man hier ja beispielhaft nennen kann. Als Zeichen des nachhaltigen Engagements im Bereich der deutsch-chinesischen Beziehung betreibt die Stiftung Mercator seit Mitte der 2010er Jahre auch ein Verbindungsbüro in Peking. IFA und die Stiftung Mercator arbeiten zudem zusammen seit 2016 an verschiedenen Aspekten der kulturellen Bildung im deutsch-chinesischen Kontext. Das Thema der Kooperation in Kultur und Wissenschaft ist ein wichtiges Standbein der bilateralen Beziehungen mit China. Und die Notwendigkeit eines gegenseitigen Verständnisses ist sicherlich unumstritten. In den letzten Jahren stand jedoch der Austausch und die Zusammenarbeit, insbesondere im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich, vor großen Herausforderungen, wie zum Beispiel, wie wir alle wissen, den starken Einschränkungen persönlicher Begegnungen infolge der Corona-Pandemie sowie aber auch vielen anderen Hürden. Darüber werden wir aber jetzt in den kommenden drei Online-Meetings noch einiges lernen und werden heute mit dem ersten dazu auch starten. Bevor wir aber direkt auch in den Vortrag starten, noch kurz zu mir, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin Professorin an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Ich habe an der Universität Würzburg Sinologie studiert und dort auch promoviert am Lehrstuhl China Business and Economics und habe zudem auch dann zu späterem Zeitpunkt die Plattform ChinaLog ins Leben gerufen. Ich freue mich jetzt aber, in der Rolle der Moderatorin Sie durch die nächsten 1,5 Stunden zu führen und möchte vielleicht zu Beginn auch noch mal betonen, dass wir heute uns unter einem ganz besonderen Stern auch treffen. Denn heute am Dienstag, den 11.10., gibt es nicht nur unser Zusammentreffen, sondern auch ein Jubiläum zu feiern. Und zwar begannen vor 50 Jahren, genau am 11. Oktober 1972, die diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der VR China. Wir treffen uns daher also an einem besonderen Tag, um auch die Reihe zum Thema kulturelle Zusammenarbeit mit China zu starten. Für den deutsch-chinesischen Austausch in der Wissenschaft jetzt speziell gelten insbesondere die letzten 3 Jahrzehnte als sehr wichtig, weil sich hier der Austausch ja immer stärker verstärkt hat. Wir werden daher im ersten Vortrag der 3 Tage, die ja aufeinander folgen, also es sind 3 Vorträge, Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag, die jeweils zur gleichen Zeit beginnen, und werden dann nicht nur rein auf den kulturellen Austausch blicken, sondern auch auf den Austausch in der Wissenschaft. Jetzt darf ich aber unseren heutigen Referenten vorstellen. Björn Alpermann ist Professor für Contemporary Chinese Studies am Institut für Kulturwissenschaften Ost- und Südasien an der Universität Würzburg. Er ist dort auch der Lehrstuhlinhaber für Contemporary Chinese Studies, und hat vielleicht auch noch zu seiner Person ein paar Worte mehr. Nach seinem Studium der modernen China-Studien, VWL und Politikwissenschaft an der Uni Köln und Nankai Tianjin promoviert und
Genau, also er hat studiert natürlich und er hat dann auch noch promoviert, ebenfalls in Köln im Fach der modernen China-Studien und ist heute eben Lehrstuhlinhaber. Er ist gleichzeitig aktuell auch der Sprecher des Verbundvorhabens Welterzeugung oder auf Englisch World Making aus globaler Perspektive, was auch wieder ein Dialog mit China ist und vom BMBF unterstützt wird. Und Laufzeit ist noch bis 2023, aber ich glaube, das sagt er auch gleich selber noch einen Satz dazu. Herr Professor Alpermann hat die Diskussion rund um die Rahmenbedingungen für wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und China in letzter Zeit maßgeblich mit beeinflusst und war sehr engagiert auch in Diskussionen tätig oder unterwegs. Und deswegen freue ich mich jetzt gerade sehr auf einen spannenden Vortrag. Deswegen, sehr geehrter Professor Alpermann, lieber Björn, ich gebe das Wort hiermit an dich und bin schon sehr gespannt. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Sabrina, und natürlich an die Organisatorinnen und Organisatorinnen dieser Zusammenkunft. Ich freue mich, dass ich die dreiteilige Vortragsreihe hier eröffnen darf. Vor einigen Jahren erhielt ich in meinem Würzburger Büro den Anruf eines Journalisten. Es ging ihm um einen Festakt zum 30. Jubiläum der Freundschaftsbeziehungen zwischen Bayern und der chinesischen Provinz Shandong. Ihm war zu Ohren gekommen, dass der Freistaat Bayern die Feier bezuschussen wollte, indem ein aus öffentlichen Mitteln finanziertes Orchester in diesem Rahmen auftritt. Er wollte von mir erfahren, ob damit nicht mit deutschen Staatsgeldern sozusagen pro-chinesische Propaganda betrieben werde. Ich ließ ihn wissen, dass ich darin recht wenig Potenzial für einen Skandal erblicken könne. Solange PolitikerInnen bei so einem Festakt auftreten, kann es nicht das Problem sein, wenn auch Kulturschaffende dies tun. Daraufhin ließ er die Sache auf sich beruhen. Im Übrigen scheint es zu dem Auftritt aber gar nicht gekommen zu sein, obwohl der Festakt stattfand und kulturelle Darbietungen der chinesischen Seite in Form von Musik und Tanz beinhaltete. Wir können meiner Meinung nach mehrere Dinge aus dieser Vignette lernen. Erstens, Kulturschaffende können sehr leicht in den Strudel der diplomatischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geraten. Zweitens, MedienvertreterInnen und andere zivilgesellschaftliche Akteure achten sehr genau darauf, wie weit die Zusammenarbeit mit China geht und welche Formen sie annimmt. Ob der hier erwähnte Journalist heutzutage noch so schnell die Finger von einem kritischen Bericht gelassen hätte, ist zudem fraglich. Denn drittens hat sich die politische Situation in den letzten Jahren deutlich zugespitzt. Folglich würde ich auch bezweifeln, dass sich ein Repräsentant einer deutschen politischen Stiftung heute noch den Freundschaftspreis einer chinesischen Provinz überreichen ließe, wie bei jenem Festakt geschehen. Zu stark scheinen die bilateralen Beziehungen derzeit belastet, dass ein Begriff wie Freundschaft mindestens neutral oder sogar positiv verstanden wurde. Diese Punkte möchte ich im Folgenden genauer ausführen. Dabei schicke ich einschränkend vorweg, dass ich keineswegs mich dazu berufen fühle, für die kulturelle Zusammenarbeit mit China sprechen zu können. Vielmehr ist mein eigenes Tätigkeitsgebiet die sozialwissenschaftliche China-Forschung. Daher liegt der Schwerpunkt meiner Ausführungen auf der Frage der politischen Rahmenbedingungen, unter denen der Wissenschafts- und Kulturaustausch stattfindet. Ich hoffe, im anschließenden Gespräch mit Ihnen herausfinden zu können, welche Parallelen zwischen dem wissenschaftlichen und dem kulturellen Bereich der Zusammenarbeit mit China bestehen. Zum Stand der Dinge. Es ist fast eine Untertreibung, wenn ich eingangs festhalte, dass die Rahmenbedingungen des Austauschs sich in den Jahren seit etwa 2013 drastisch verschlechtert haben. Daran ist vorwiegend allerdings nicht allein die Regierung Xi Jinpings schuld, dessen Amtsantritt den Beginn dieses Trends markiert. Unter seiner Führung wurde 2013 ein inzwischen berüchtigtes sogenanntes Dokument Nummer 9 des Zentralkomitees erlassen. Es benennt klar, wodurch die Kommunistische Partei Chinas ihre Herrschaft gefährdet sieht. Aufgelistet werden unter anderem Konzepte wie westliche Verfassungsdemokratie, universelle Werte oder Zivilgesellschaft. In solchen, aus dem liberaldemokratischen Diskurs entlehnten Konzepten und Ansätzen sieht die KP-Führung bewusste Versuche der Unterwanderung und der Aushöhlung ihres Machtmonopols. Diese sind daher strikt zu unterbinden. Manche China-WissenschaftlerInnen sehen in diesem Dokument und den daran anschließenden Maßnahmen zur Beschneidung von bisherigen Freiräumen einen Paradigmenwechsel, der sich ausgesprochen negativ auf die Möglichkeiten zum wissenschaftlichen und kulturellen Austausch ausgewirkt habe. So postulieren der in Nottingham lehrende China-Politikwissenschaftler Andreas Fulda und der Sinologe Sascha Klotzbücher in einem kürzlich im Berliner Tagesspiegel erschienenen Meinungsartikel, Zitat, Dialog unter Bedingungen der Zensur und Selbstzensur verdient seinen Namen nicht, Zitat Ende. Nun ist es nicht so, dass nicht alle
China-WissenschaftlerInnen sich dessen bewusst sind und in der Regel auch immer waren, dass es sich bei einem bei China um ein autoritäres und repressives System handelt. Die Meinungen gehen eher dahingehend auseinander, ob es heute schlimmer geworden ist, als es früher mal war. Dabei ist das früher, je nach Generation der Betreffenden, mal die Ära Hu Jintaos und Wen Jiabaos, also die 2000er Jahre, und mal die Kulturrevolution der 70er Jahre. Schon allein das erklärt viele unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Jedenfalls aber gab es auch unter Hu und Wen Repressionen von Dissidenten und Kampagnen gegen die eigene Zivilgesellschaft und ihre internationalen Förderer. Ich denke hier an die Reaktionen der chinesischen Führung auf die sogenannten Farbenrevolutionen oder den arabischen Frühling. Insofern stellt die Ausrichtung unter Xi Jinping auf noch striktere Kontrolle der politischen Tabuthemen eine Verschärfung, aber eben kein absolutes Novum dar. Freiräume zum Austausch sind auch nicht über Nacht verschwunden, sondern wurden vielmehr schrittweise und zunächst nur partiell eingeengt. Auch ist es falsch, dass die oben genannten Begriffe wie Zivilgesellschaft etc. gänzlich aus dem Vokabular verschwunden seien. Stattdessen hat sich der Parteistaat dieser Begriffe bemächtigt und deutet sie jetzt in seinem eigenen Sinne aus. Um Kritik schon im Keim zu ersticken, weil die Worte fehlen, in denen alternative Programme auszudrücken wären. Die neuen Gesetze zur Registrierung inländischer und ausländischer NGOs aus den Jahren 2016 und 2017 sind eine Konsequenz aus dem unter Xi beschlossenen strikteren Zugriff auf die Zivilgesellschaft. Sie betreffen auch die Mittelorganisationen der deutschen Wissenschaft, sofern sie Niederlassungen in China unterhalten. Als sogenannte ausländische soziale Organisationen war ihr rechtlicher Status bislang ungeklärt. Nun wurde ihnen die Registrierung zwar theoretisch ermöglicht, aber nur unter erheblichen Auflagen wie Offenlegungspflichten und weiteres. Außerdem sind sie nun nicht mehr nur dem Ministerium für Zivilverwaltung, sondern dem Ministerium für öffentliche Sicherheit zugeordnet. Vereinfacht gesagt, werden sie unter Polizeiaufsicht gestellt. Analog müssten auch Kulturorganisationen mit dauerhafter Repräsentanz in China sich einer solchen Registrierung unterziehen. Unter den Zuhörenden sitzen sicher einige mit Erfahrungen zu diesem Prozess, die sie nachher hoffentlich mit uns teilen mögen. Auch wenn die Registrierung nun einen rechtlichen Schwebezustand beendet, dürften in der Summe die Nachteile doch überwiegen. Eine kürzlich vorgelegte Bestandsaufnahme des Online-Magazins Chinafile belegt jedenfalls, dass die ganz überwiegende Zahl an ausländischen Organisationen, die die Mühen der Registrierung auf sich genommen haben, aus dem Wirtschaftssektor kommt. Das sind Außenhandelskammern, Industrieverbände und Ähnliches. Kulturträger und Kulturvermittler schrecken offenkundig eher vor den Hürden zurück. Im Inlandsbereich fällt das Resümee der entsprechenden Gesetzgebung ähnlich aus. Zwar wurden die Auflagen für die Registrierung in einigen Bereichen gelockert, dies trifft aber nur auf solche sozialen Organisationen zu, die parteistaatlichen Zwecken genehm sind. Dienstleistungsanbieter für sozial schwache Gruppen zum Beispiel. Für alle anderen bedeutet die neue Rechtslage eher eine zunehmende Marginalisierung. Für deutsche Kulturvermittler heißt das, dass der rechtliche Status ihrer chinesischen Gegenüber oftmals unklar ist. Dies kann rechtliche Probleme bereiten, etwa wenn Kooperationsverträge abgeschlossen werden sollen, das Gegenüber aber gar keine juristische Person ist. Auch politische Schwierigkeiten sind vorhersehbar, wenn die chinesischen Partnerorganisationen im Graufeld operieren müssen. Wer solche Herausforderungen umgehen will, indem er oder sie nur mit sogenannten offiziellen Stellen kooperiert, sieht sich aber schnell anderen Risiken gegenüber. Zum einen legt der Parteistaat großen Wert darauf, durch seine auswärtige Kulturpolitik Chinas Image im Ausland aufzubessern und die eigene Softpower zu stärken. Daher wohnt jeder Kooperation das Risiko inne, für solche Zwecke instrumentalisiert zu werden. Bei Besuchen in China ist man nie ganz Herr über die Agenda. Schnell kann man sich mal auf einem Bankett oder Podium mit einem Parteisekretär oder Lokalfunktionär wiederfinden, das man nicht eingeplant hatte, über das dann aber in den Staatsmedien berichtet wird. Solche Überraschungen wiederum werden heutzutage nicht mehr so einfach unter den Tisch fallen gelassen. Just vor 3 Tagen veröffentlichte der bereits genannte Sinologe Sascha Klotzbücher gemeinsam mit Andreas Fulda ein Video aus den chinesischen Staatsmedien per Twitter. Zu sehen ist ein Treffen,
dass 2014 zwischen VertreterInnen deutscher Konfuzius-Institute mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen mit weiteren hohen KP- und Regierungskadern stattgefunden hatte. Tatsächlich waren die deutschen VertreterInnen der Konfuzius-Institute wohl von Xis Erscheinen überrascht. In den Videoausschnitten werden sie jedoch dargestellt, wie sie andächtig den Worten des Präsidenten lauschen. Glotzbüchers Kommentar verweist darauf, dass durch die Veröffentlichung dieses 8 Jahre alten Videos, Zitat, volle Transparenz über den Forschungsprozess in allen Stadien, Zitat Ende, hergestellt werden solle. Damit auch niemandem entgeht, wer sich an diesem Treffen beteiligt hat, haben er und sein Mitstreiter nicht nur den Text in Untertiteln übersetzt, sondern auch die Namen der Anwesenden zu jedem Bildausschnitt hinzugefügt. Diese Form der Transparenz, die ein Durchleuchten auch lange vergangener Aktivitäten beinhaltet, soll wohl zur Disziplinierung der Zunft dienen. Die Botschaft lautet, wer sich zu sehr auf das sogenannte offizielle China einlässt, wird an den digitalen Pranger gestellt. In diesem zugespitzten politischen Klima, in dem sich die wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit in China abspielt, schlagen sich neben den genannten zunehmenden Restriktionen des Parteistaates auch andere Faktoren nieder. Der immer schärfer ausgetragene US-China-Konflikt, das eingetrübte China-Bild in Deutschland, das sich durch das autoritäre und teils brutale Auftreten der KP-Führung vor allem in Xinjiang, Hongkong und gegenüber Taiwan erklärt, sowie die Enttäuschung darüber, dass man China trotz aller wirtschaftlicher Entwicklung nicht von außen zu liberalisieren in der Lage war. Selbstverständlich spielt auch die Covid-19-Pandemie eine erhebliche Rolle. Zum einen, weil sie an sich den Austausch behindert, zumal China stur an seiner dynamischen Null-Covid-Strategie festhält. Zum anderen, weil sie ein neues Feld im Wettbewerb der Systeme eröffnet hat. Im Wissenschaftsbereich kommen weitere Konfliktlinien hinzu. Die China Science Investigation verwies mit ihren im Mai dieses Jahres veröffentlichten Ergebnissen auf zahlreiche dubiose Veröffentlichungen. In über 300 Fällen hatten deutsche WissenschaftlerInnen mit KollegInnen zusammen publiziert, die an Hochschulen arbeiten, von denen bekannt ist, dass sie dem chinesischen Militär unterstellt sind oder ihm direkt zuarbeiten. Europaweit wurden für den Untersuchungszeitraum von über 20 Jahren knapp 3000 solcher fragwürdiger Studien ausgemacht. Beim Thema Dual Use sind sich inzwischen alle einig, dass sehr viel genauer hingeschaut werden muss. Allerdings wurden für die China Science Investigation insgesamt 350.000 kooperative Studien unter die Lupe genommen. Mit anderen Worten lag die Quote der fraglos problematischen Gemeinschaftspublikationen bei weniger als 1%. Diese Relation scheint in der Bewertung der Ergebnisse unterzugehen. Ganz im Gegenteil sehen sich nun all jene bestätigt, die schon länger gegen die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem sogenannten offiziellen China zu Felde ziehen, und damit vor allem auch die China-Wissenschaft selbst und ihre Verbindung zu dem Land, das nun mal Gegenstand ihrer Forschung ist, kritisch sehen. Die Ergebnisse von Naturwissenschaft und Technikforschung sind zwar kaum auf diesen geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich übertragbar, dennoch werden diese Bereiche in der Diskussion gern miteinander vermengt. Die oben bereits erwähnten Konfuzius-Institute stehen hierbei ganz besonders in der Kritik. Aber auch ganz generell wird der deutschen Sinologie gern eine zu große Nähe zum Regime in Peking unterstellt, wenngleich Belege dafür weiterhin fehlen. Das Argument, dass Feldzugang für die Erforschung von Politik und Gesellschaft des gegenwärtigen China von elementarer Bedeutung ist, wird damit gekontert, dass hierbei mit dem System, Zitat, undokumentierte Kompromisse eingegangen werden müssten, welche pragmatische Wissenschaftler schnell zu Komplizen werden ließen, Zitat Ende. Generell steht also der Vorwurf mangelnder Transparenz und zu großer Regimenähe im Raum. Den China-WissenschaftlerInnen wird pauschal attestiert, Zitat, methodisch überfordert zu sein, die eigene Positionalität als Beobachter und Kooperationspartner zu reflektieren, Zitat Ende. Belege für solche Behauptungen bleiben in aller Regel aus und schon lange laufende Bemühungen des Fachs, sich eben dieser Problematik zu stellen, werden ausgeblendet. So ergibt sich eine recht ernüchternde Bilanz des aktuellen politischen und medialen Umfelds, in dem die Kooperation mit China stattfindet. Welche Chancen bestehen vor diesem Hintergrund noch für eine wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit chinesischen PartnerInnen? Wie können die Risiken erkannt und gegebenenfalls moderiert werden? Derzeit ist ein direkter persönlicher Austausch mit Kollegen
BesucherInnen in der VR China aufgrund der Reisebeschränkungen praktisch unmöglich. Insofern sind in der kurzen Frist weiterhin Geduld und Anpassungsfähigkeit gefragt. Geduld in der Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung des Landes nach dem Parteitag oder allenfalls nach dem Nationalen Volkskongress im März 2023. Und Anpassungsfähigkeit in der Nutzung der digitalen Möglichkeiten der Vernetzung und des Austauschs, so unbefriedigend sie auf Dauer sein mögen. Ich spreche hier aus eigener leidvoller Erfahrung. Derzeit bin ich, wie erwähnt, Sprecher eines BMBF-geförderten Verbundvorhabens unter dem Titel Welterzeugung aus globaler Perspektive, ein Dialog mit China. Ein Kernelement des Projektes, das 2020 startete, ist es, chinesische Fellows nach Deutschland einzuladen, um hier unbehelligt von direkten politischen Restriktionen an gemeinsamen Fragestellungen und mit hiesigen KollegInnen zusammen zu forschen. Aufgrund der Pandemie konnte dieser Aspekt des Programms aber nur unzureichend umgesetzt werden und die meisten unserer Fellows kommen aus anderen Staaten als der VR China. Da dem Bundesforschungsministerium eine Mittelkürzung von rund 10% im Jahr 2023 droht, steht die Verlängerung unseres Vorhabens auf der Kippe und damit schwindet die Hoffnung, den geplanten Austausch doch noch nachholen zu können. Wir stehen damit keineswegs allein. Wie im Kulturbereich auch, schlagen in der Wissenschaft nun die Folgen der Pandemie gemeinsam mit den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine voll durch. So werden die Spielräume für Austausch, sei es über DAAD, Alexander von Humboldt Stiftung oder viele andere Mittlerorganisationen, schon allein finanziell enger. Dem Austausch auf digitalem Weg stehen ebenfalls Hürden entgegen. Chinesische Universitäten verlangen inzwischen von ihren Mitgliedern, dass diese sich selbst die Teilnahme an digitalen Konferenzen genehmigen lassen. Auslandsreisen zu Kongressen und Tagungen sind derzeit utopisch. Und die Genehmigung wird nicht in jedem Fall gewährt, selbst wenn es keine offenkundig politisch heiklen Themen sind, die zur Debatte stehen. Mit anderen Worten steht auch die Bereitschaft der chinesischen Behörden, Austausch zuzulassen, stark in Zweifel. Chinesische WissenschaftlerInnen sind sehr an einer Fortsetzung des Austauschs und der Zusammenarbeit interessiert. Das trifft gerade auf diejenigen mit etwas abweichenden oder kritischeren Einstellungen zum Regime zu. Diese KollegInnen sollten wir nicht von den entsprechenden Möglichkeiten ausschließen. Da gerade ihnen aber die Ausreise am wenigsten erlaubt werden wird, ist es an uns, den Zugang zum Land zu erhalten, um wieder ins Gespräch zu kommen. In der mittleren Frist könnten sowohl Reisen wieder möglich als auch Mittel verfügbar werden. Aber welche Bedingungen in China wir dann antreffen werden, lässt sich heute nur spekulativ beantworten. Meiner Einschätzung nach werden wir jedenfalls nicht nahtlos an den Bedingungen anknüpfen können, die vor 2020 noch vorhanden waren. In der Zwischenzeit hat sich die chinesische Gesellschaft aufgrund der politischen Vorgaben von der Außenwelt weiter abgenabelt. Vorbehalte gegenüber dem Westen haben deutlich zugenommen. Erste chinesische Universitäten haben bereits ihren Austritt aus internationalen Hochschulrankings verkündet, um zu demonstrieren, dass sie nicht mehr den westlichen Trends in der Wissenschaftslandschaft hinterherrennen wollen. Dabei handelt es sich zwar nicht um die akademisch renommiertesten Unis, aber auch als symbolischer Schritt ist dies ein bemerkenswertes Zeichen dafür, dass die Wissenschaftspolitik auf mehr Eigenständigkeit setzt als noch vor wenigen Jahren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Kontakte wieder von Neuem aufbauen müssen und dabei von beiden Seiten scharf und kritisch beäugt werden. Von deutschen KollegInnen, denen das vermeintliche Einknicken gegenüber der Agenda des Parteistaats ein politischer Dorn im Auge ist, und von chinesischen Behörden, die sich daran gewöhnt haben, internationalen akademischen Kontakt nur in kleinen Dosen zuzulassen. Das wird ein Balanceakt und es wird auch zu Abstürzen kommen. Der eine oder die andere wird feststellen, dass bisher eingespielte Routinen nicht mehr greifen, Freiräume noch enger geworden sind oder Geldgeber in Deutschland aus Angst vor schlechter Presse lieber die Finger von China-Projekten lassen wollen. Vorauseilender Gehorsam und Selbstzensur können sich in beide Richtungen negativ auswirken. Sowohl die Parteilinie, die von der KP in Peking ausgegeben wird, als auch ihr hiesiges Pendant, das über soziale Ächtung via Twitter forciert wird, können künftig dazu führen, dass Projekte, die noch vor einigen Jahren als unbedenklich eingestuft worden wären, inzwischen als undurchführbar gelten. Es wird viel Fingerspitzengefühl und Frustrationstoleranz erfordern,
wenn dennoch weiter nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Austauschs gesucht werden wird. Und dennoch halte ich es für unverzichtbar, dass solche Kontakte wiederbelebt werden, die die Aussicht eröffnen, wieder von Mensch zu Mensch persönlich zu kommunizieren und voneinander zu lernen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, den eigenen Standpunkt aufzugeben. Aber selbst wenn ein Dialog unter widrigsten Bedingungen stattfindet, wenn das chinesische Gegenüber beispielsweise nur noch von der Partei vorgegebene Floskeln von sich geben kann, kann ich das als Politikwissenschaftler doch als lehrreich empfinden. Zumindest erfahre ich in einem solchen zensierten Dialog, wo die roten Linien der Partei verlaufen und wie strikt sie tatsächlich durchgesetzt werden. Tatsächlich ist meine bisherige Erfahrung eher, dass es doch Variationen und Schattierungen gibt. Zumindest im privaten Austausch sind viele chinesische KollegInnen viel offener als beispielsweise in ihren Schriften. Natürlich gibt es immer Grenzen des in China Sagbaren. Aber gerade diesen sogenannten Political Speech Space auszuloten, gehört zu den Aufgaben der politikwissenschaftlichen China-Forschung. Insofern widerspreche ich der oben zitierten Aussage, Dialog unter Bedingungen der Zensur und Selbstzensur verdient seinen Namen nicht. Nur wenn die Bereitschaft zum Zuhören fehlt, weil man selbst schon alles von hier aus zu wissen glaubt, dann verdient ein Dialog diesen Namen nicht mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Björn, für deinen Beitrag, der so ja sehr einen weniger optimistischen Ausblick auf die Zukunft aktuell zumindest bietet. Aber ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussion und auf die Diskussionsbeiträge, die da sicherlich auch nochmal etwas nachhaken werden. Wir haben auch schon eine erste Meldung von Frau Tiedig mit einem Kommentar, glaube ich auch. Ja, guten Morgen in die Runde und vielen Dank an Herrn Altbermann für diesen Einblick. Mein Name ist Stefanie Tiedig. Ich wurde gebeten, aus der Perspektive einer Kulturvermittlerin meine Einschätzung beizutragen. Nach meinem Magisterstudium in der Sinologie habe ich von 2007 bis 2017 in Beijing gelebt und gearbeitet und war, wie vermutlich viele von uns, Ende 2019 das letzte Mal in China und hoffe natürlich sehr, nächstes Jahr endlich wieder reisen zu dürfen. In meiner Zeit in China habe ich freiberuflich gearbeitet, was seine eigenen rechtlichen Herausforderungen hatte, mir aber ermöglichte, unter dem offiziellen Radar tätig zu sein. Ich habe immer wieder auch für deutsche Institutionen gearbeitet, die meisten Projekte waren aber klein. Aktuell betreue ich für die deutsche Seite ein zweijähriges Projekt des Goethe-Instituts China, die deutsch-chinesischen Museumsgespräche, das bis Ende 2022 läuft. Wie bei Herrn Alpermanns BMBF-Projekt waren die Museumsgespräche ursprünglich darauf ausgelegt, dass sich die Teilnehmenden besuchen können und in persönlichen Kontakt miteinander treten. Nun musste alles online stattfinden. Und das ist, wie Sie wissen und Herr Alpermann vorhin auch sagte, vor allem problematisch, wenn sich die Teilnehmerinnen nicht kennen und vor allem, wenn Teilnehmende zuvor kaum oder gar keinen Kontakt mit China hatten. Natürlich kann ich mit Menschen ganz anders sprechen, mit denen mich langjährige Freundschaft und zahlreiche gemeinsame Projekte verbinden. Wir richten uns mit den Museumsgesprächen insbesondere an Kuratorinnen, also an diejenigen, die konzeptuell und inhaltlich in Ausstellungen involviert sind. Wir sind von deutscher Seite auf recht großes Interesse an einem Austausch mit China gestoßen, allerdings auch auf eine große Unsicherheit über den Umgang. Häufig hörte ich Fragen, was gefragt, was angesprochen werden dürfe, was werde zensiert, wie verlaufe es mit der Überwachung, müssen Themen wie Xinjiang, Hongkong, Taiwan ausgeklammert werden. Über Letzteres wurde bislang nicht gesprochen und der konkrete Ausstellungsansatz fehlte. Über alles andere schon. Von chinesischer Seite werden diese Themen allerdings viel pragmatischer angegangen. Es gibt Rahmenbedingungen, es gab immer schon Rahmenbedingungen, die auch aufgrund auch von Willkür häufig interpretiert, ausgelegt, immer wieder neu verhandelt werden müssen. Tatsächlich war das Interesse von chinesischer Seite auch eher praktischer Natur an diesen Museumsgesprächen, etwa zum Umgang mit Sammlungen oder der Positionierung zwischen Kuration und Publikum, als jetzt von deutscher Seite zum Beispiel eher Fragen kultureller Identität oder Nachhaltigkeit. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man mit Vertreterinnen von öffentlichen oder privaten chinesischen Institutionen spricht oder mit freien Künstlerinnen, was allerdings mehr an der hierarchischen Struktur liegt, also wem gegenüber man verantwortlich ist oder ob eigenverantwortlich.
Vielleicht so viel nur kurz, bevor wir ins Gespräch treten. Wie Herr Alpermann bin ich selbstverständlich für einen fortwährenden Dialog, gerade auch aufgrund des gegenwärtigen Zustands, sich stetig verschärfender staatlicher Abschottung in China und der Skepsis im Umgang mit dieser Situation in Deutschland, halte ich einen fortwährenden Dialog und Austausch für unbedingt relevant, um auch um den vorhandenen Stimmen aus Ihrer Sicht Gehör zu verschaffen. Insofern freue ich mich über die Möglichkeit, an dieser Gesprächsreihe teilnehmen zu können. Vielen Dank, Frau Tiedek. Björn, möchtest du direkt nochmal darauf antworten? Sonst hätte ich auch eine Frage an Sie beide. Nee, ich denke, das steht für sich. Wir können direkt in die Diskussion rein. Mich würde gerade mal interessieren, wie denn jetzt auch von Ihnen beiden die Meinung zur Zukunft quasi ist. Also ändert sich was mit dem 20. Parteitag oder ändert sich was mit einer ja hoffentlich doch demnächst irgendwann passierenden Lockerung der Corona-Restriktionen? Sehen Sie da eher optimistisch in die Zukunft, dass es wieder sich ein bisschen lockert und man wieder mehr Möglichkeiten für Austausch hat und vielleicht eher unkontrollierten Austausch? Okay, dann fange ich mal an. Also ich bin, wie es ja vielleicht auch durchgeklungen ist, eher verhalten pessimistisch als verhalten optimistisch, weil ich einfach denke, dass in den 2,5 bis vielleicht 3 Jahren, bis dann tatsächlich echte Lockerungsschritte kommen und auch das Reisen nach China wieder erschwinglich wird, das ist ja ein anderer Faktor, der noch dazu kommt, bis also wieder mehr an Austausch möglich wird. Bis dahin ist so viel Zeit vergangen und die Verhärtungen auf beiden Seiten haben sich so stark eingefahren, dass ich denke, wir müssen wirklich einen Neustart durchführen. Also wir können keinesfalls davon ausgehen, dass das einfach so Business as usual before the pandemic so weitergehen wird, sondern im Gegenteil, wir werden uns tatsächlich auf sehr dicke Bretter einstellen müssen, die da zu bohren sind. Von meiner Seite möchte ich doch verhalten optimistisch bleiben und hoffe wirklich auf nächstes Jahr, dass man wieder rüber kann. Ja, und auch die Flüge sind vom Kostenfaktor her ein Problem, so wie die Visavergabe. Aber ich denke schon, dass man, ich denke mal, viele von uns hier haben auch Kontakte nach China und wenn man wieder rüber kann, sich wieder sehen kann, dass man nach einer Fläche Anlaufzeit am Anfang doch in der Lage ist, wieder miteinander sprechen zu können und dass das dann wieder weitergeht. Okay, danke für diese Einschätzungen. Wir haben jetzt auch eine Wortmeldung von Frau Haas oder Haas. Vielleicht können Sie auch kurz sagen, wer Sie sind und dann Ihre Frage stellen. Ja, hallo, ich sehe gerade die Kamera. Kirsten Haas, können Sie mich hören? Ja, Kulturstiftung des Bundes. Ich bin Verwaltungsdirektorin und Vorstand der Stiftung, gemeinsam mit Hortensia Völkers. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren oder Ihre Praxis. Wie gehen Sie damit um, dass in den Dialogformaten in der Wissenschaft wie in der Kultur ja durchaus eine alte Praxis bestand der Kofinanzierung. Also wenn wir aus Deutschland, das kennen Sie, Frau Tiedek, Kulturprojekte machen, Austauschprojekte, haben wir in der Regel in den vergangenen 20 Jahren unseres Bestehens immer darauf geachtet, dass nicht nur deutsches Geld das Projekt fördert, sondern auch dann das des Partnerlandes. Das ist ja bei autoritär geführten Staaten durchaus ein politisches, kritisches Moment. Und mich würde interessieren, wie Ihre Erfahrungen und Ihre Haltung dazu sind. Möchten Sie die Frage an Herrn Alpermann oder an Frau Tiedek adressieren? Eigentlich an beide, wenn ich darf. Okay, wir machen das jetzt alphabetisch. Vielleicht fange ich wieder an. Das ist ein interessanter Punkt, weil natürlich auch in der Wissenschaft lange Zeit erstmal viel von deutscher Seite finanziert wurde, was den Austausch anbelangt. Dann kam die chinesische Seite dazu und hat eben auch eigene Angebote gemacht. Und mittlerweile ist es aber so, dass solche Kofinanzierungen mit sehr kritischen Augen betrachtet werden. Ich habe es ja in meinem Vortrag eben angedeutet. Da wird nicht nur gegenwärtig geguckt, sondern da werden zum Teil eben auch in der Vergangenheit Dinge neu aufgerollt. Wer hat wann mal was auf Einladung gemacht und dafür ein Honorar kassiert und so weiter.
Und das schreckt natürlich ab. Und das bedeutet für die Gegenwart und Zukunft, dass solche Kofinanzierungen wahrscheinlich eher abnehmen werden, weil man sich da nicht irgendwie in Abhängigkeiten begeben möchte. Meine eigene Erfahrung ist eigentlich nicht schlecht, was das anbelangt. Wir haben beispielsweise in einem anderen WMBF-Projekt, das wir von 2010 bis 2016 hatten, das war ein Kompetenznetz Regieren in China, auch mal eine Tagung in China veranstaltet, weil wir unsere Ergebnisse dann auch, oder Zwischenergebnisse dann auch mal in China vorstellen und mit chinesischen KollegInnen diskutieren wollten. Und das ist einfacher, wenn wir zu denen fahren, als wenn wir die alle zu uns einladen. Und da hat tatsächlich eine lokale Uni und ein Forschungsinstitut aus Peking uns die Tagung zum Teil gesponsert. Und wir haben da keinerlei Auflagen bekommen, was wir thematisch behandeln dürfen. Also wie gesagt, es ging um Regieren in China. Es waren also durchaus auch sehr politische Aspekte, die da diskutiert wurden. Natürlich gab es ein gewisses Framing dieser Tagung. Ja? Also wir haben das dann als quasi Untersuchung der Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Kommunistischen Partei so in etwa geframed, aber das war tatsächlich auch unser Anliegen, ja, zu verstehen, wie geht die chinesische kommunistische Partei mit den Herausforderungen in der Politik und in der Gesellschaft um und wie adressiert sie die. Insofern war das jetzt auch noch nicht mal irgendwie eine Verdrehung der Tatsachen, aber natürlich kann auch sowas einem im Nachgang komisch ausgelegt werden. Da haben die sich quasi vor den Karren der kommunistischen Partei spannen lassen. Ich sehe es tatsächlich eher umgekehrt. Wir haben den Konferenzband dann in China auf Chinesisch herausgegeben. Da wurde eine Banderole drum gemacht, wo dann drauf stand, ausländische Experten diskutieren Xi Jinping Thought, so in etwa. Und damit wurden unsere Texte völlig unverändert und unzensiert nicht nur verkauft, sondern das Buch wurde sogar ausgelegt auf dem Präsentationstisch im Xinhua Bookstore, auf dem ansonsten die Parteidokumente liegen, also direkt im Eingangsbereich. Das heißt, sehr prominent, und die erste Auflage von 10.000 war innerhalb von wenigen Monaten vergriffen. Also das heißt, es hat durchaus einen Impact gehabt, und wir haben durch dieses Mimikry, durch dieses unter dem Radar fahren, wie Frau Thielig das vorhin genannt hat, haben wir es tatsächlich geschafft, unsere Inhalte und unsere Ansichten unzensiert dann auch und den Leute zu bringen. Also insofern, Kofinanzierung ist nicht ohne Risiken natürlich, aber zumindest in der Vergangenheit hat das durchaus auch Aussichten auf Erfolg gehabt, um dann wirklich in einen offenen Austausch reinzukommen. Ja, wow, Glückwunsch dafür. Also das finde ich auf jeden Fall gut. Also ich backe definitiv sehr viel kleinere Brötchen. Hauptsächlich ist es für die deutsche Seite immer mal wieder auch, weiß ich jetzt nicht, für die Seven Star Group vom Kunstviertel 798, die Verwaltung da haben oder solch was Sachen. Natürlich sehe ich drauf, aber besonders schaue ich, also nicht für mich selber, sondern hauptsächlich mit wem ich aus China, also wenn ich mit chinesischen Künstlerinnen zusammenarbeite, mache ich nichts fürs Konfuzius-Institut zum Beispiel. Für mich selber mache ich das schon. Wie gesagt, also ich glaube, Herrn Alpermanns Einschätzung war da vermutlich ein bisschen interessanter, weil ich einfach viel kleinere Brötchen backe. Dankeschön an die beiden Antworten. Gibt es denn schon weitere Fragen? Ich sehe, dass niemand die Hand oben hat, im Chat ist aktuell auch nichts. Gibt es dennoch vielleicht jemanden, der spontan die Hand heben möchte? Entschuldigen Sie bitte, eine Sache zu dieser Kofinanzierung würde ich tatsächlich doch gerne sagen. Herr Alpermann hat es ja schon angesprochen, dass bei uns jetzt aktuell extreme Kürzungen stattfinden. Und das sehe ich für die Zukunft extrem problematisch, wenn keine Gelder mehr vorhanden sind. Sei es jetzt beim Goethe-Institut, das habe ich auch persönlich mitbekommen. Vielleicht hat Herr Kahn-Ackermann dazu noch ein paar Worte zu sagen oder so. Dass wenn auf langfristige Sicht die Gelder sehr zusammengestrichen werden, dass sich das dann vielleicht auch ja,
ja, eine Zusammenarbeit erübrigt oder denn wenn keine Gelder mehr da sind, kann man kaum noch was machen. Also, den Aspekt finde ich extrem wichtig auch noch hierbei zu bedenken. Okay, danke schön. Ich glaube, wir haben auch das Goethe-Institut in den Teilnehmern mit dabei. Wenn diese sich also melden möchten, dürfen sie das jederzeit gerne einfach kurz die Hand heben. Dann würde ich aber erst die Frau Haas nochmal dran nehmen. Die hat sich auch nochmal gemeldet. Ja, danke schön. Ich wollte nur ergänzen, für mich ist, also Hintergrund meiner Frage ist, müssen wir das nicht eigentlich selbst alles zahlen? Das ist eben Praxis im Kulturbereich, dass auch die Kulturschaffenden selbst versuchen, Gelder einzuwerben. Und die Frage ist eben eine moralische oder eine politische oder eine aktivistische Kofinanzierung aus den betreffenden Staaten. Wir hatten das, als wir das ROM-Archiv, ein digitales Archiv der Künste und Wissenschaften der Roma in Europa gefördert haben, gab es aus der Community der Roma selbst, aus allen Ländern, osteuropäischen Ländern, eine klare Forderung, kein Geld aus Ungarn insbesondere zu nehmen, weil sie das als eine Art Greenwashing empfanden für eine ansonsten verachtende Roma-Politik in Ungarn. Also diese Frage steht dahinter. Ne? Nicht so sehr, wie finanzieren wir die Projekte, sondern welche Verantwortung übernehmen wir mit den Mitteln. Ich glaube, das war jetzt auch eher ein Kommentar nochmal da anschließend, außer es möchte sich nochmal jemand dazu äußern. Nein? Okay. Dann, ich habe eine Frage, die vielleicht ein Stück weit daran anschließt. Herr Alpermann, Sie hatten in Ihrem Artikel, der auch in der FAZ erschienen ist und den wir auch im Chat schon bekannt gegeben haben, also gerne auch mal in den Chat schauen. Das sind zwei Artikel plus noch ein Link zu weiteren Artikeln auch mit verlinkt. In einem Artikel, da schreiben Sie, substanzielle China-Kompetenz darf aber nicht darauf verzichten, auch die chinesische Perspektive zu rekonstruieren und zu verstehen. Jetzt sind wir ja momentan in einer Situation, wo es wahnsinnig schwierig ist, überhaupt China-Kompetenz aufzubauen. Also jetzt gerade in den letzten 2,5 Jahren, wo auch Studierende gar keine Möglichkeit mehr haben, wirklich ins Land zu fahren. Und ich denke mal, der Zugang zum Land, also China wirklich vor Ort zu erleben und zu erfahren, ist nochmal was ganz anderes, als sich das einfach nur von außen aufzubauen und sich letztendlich auch auf die Eindrücke von anderen China-Erfahrenen vielleicht zu verlassen. Was muss man da tun, damit da nicht so eine Blase entsteht? Also damit da wirklich eine, ja, ich würde mal sagen, eine Studierendengeneration entsteht, die das eben gar nicht die Möglichkeit hat, sich so eine wirklich substanzielle China-Kompetenz aufzubauen. Was muss man da gerade machen? Ja, das ist natürlich ein Kernproblem, mit dem wir uns seit Beginn der Pandemie herumschlagen. Wir konnten unsere Studierenden in den vergangenen Semestern alle nicht nach China schicken, wie wir das sonst immer getan haben. Und einige haben jetzt eben auch schon ihren Bachelor- oder Masterabschluss gemacht, sind also Absolventen, Absolventinnen geworden, ohne die entsprechenden Landeskenntnisse erwerben zu können. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das natürlich wächst, je länger dieser Zustand anhält. Teilweise wird das ein Stück weit kompensiert dadurch, dass die Betreffenden nach Taiwan oder Hongkong gegangen sind, was noch eher möglich war, oder dass sie eben im Anschluss an ihr Studium dann über Berufstätigkeit nach China gehen konnten, was einfacher möglich ist derzeit als Studierende nach China zu gehen. Aber auch das ersetzt natürlich nicht wirklich dieses Eintauchen in die chinesische Sprachumfeld und den intensiven Sprachunterricht vor Ort und einfach auch das Erfahren eines Universitätslebens an einer chinesischen Uni, wo ja auch ganz viel vermittelt wird außerhalb des Unterrichts an Umgang und wie kann ich bestimmte Themen ansprechen oder wo verlaufen auch bestimmte kulturelle Barrieren des Austauschs, über die wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben. Auch da besteht schon ein großes Risiko, dass all das eben verlernt wird oder nicht gar nicht erst gelernt wird von den jetzigen Generationen von China-Interessierten. Und das stellt natürlich den künftigen Austausch vor erstmal sehr große Herausforderungen. Was derzeit aber noch möglich ist wo ich zumindest aus meiner Perspektive keine Verminderung wahrnehme, ist der Studierendenaustausch in die andere Richtung, dass also chinesische Studierende zu uns kommen.
Und da sehe ich tatsächlich eine Möglichkeit, wie man das ein Stück weit aufbrechen kann, indem man da die jungen Menschen miteinander in Kontakt bringt. Also die Chinesen, die nach Deutschland kommen, mit den Studierenden in den China-Fächern hier bei uns, damit man einfach eben diese Beziehung von Mensch zu Mensch auch aufbauen kann, von denen ich vorhin gesprochen habe. Daran gab es ja auch schon Kritik immer wieder, dass man gesagt hat, man lässt momentan noch sehr viele Chinesen und Chinesinnen als Studierende bei uns rein. Das heißt, die schaffen es, Deutschland-Kompetenz zu erwerben. Wir aber andersrum haben Probleme, China-Kompetenz zu erwerben. Ist da irgendwie absehbar, dass sich auch für Studierende das in Zukunft erleichtern wird, dass auch China das forciert, dass die wieder mehr da haben möchten? Oder ist das wirklich relativ allgemein auch abgewiegelt, dass einfach gerade die Pandemie da ist und es nicht Ja, es möglich gibt ist? schon erste Anzeichen, dass China sich für Studierende wieder öffnet. Also es gab bestimmte Länder, aus denen Studenten und Studentinnen jetzt schon wieder nach China einreisen durften. Aber das sind überwiegend Programmstudierende. Das heißt, die dort wirklich einen Abschluss erwerben wollen. Und so die reinen Sprachstudierenden, die jetzt für unsere Fächer, für die Sinologie und Chinawissenschaften interessant sind, die sind bisher noch ausgeklammert. Aber da besteht durchaus die Hoffnung, dass wir ab dem nächsten Frühjahr dann doch auch wieder diese Austauschsemester organisieren können. Aber meine Hand würde ich nicht dafür ins Feuer legen, denn es braucht nur der Winter, was Covid-19 anbelangt, besonders schlecht zu laufen, oder es kommt eine neue Variante um die Ecke, die wir noch nicht jetzt absehen können. Und dann wird die Öffnung, die, denke ich, schrittweise erfolgen wird, wieder zurückgeworfen werden. Okay, also auch diesbezüglich bleibt das Verhalten, aber dafür Verhalten optimistisch. Okay, danke schön. Dann Herr Kahn-Ackermann, Sie haben die Hand oben. Es gibt natürlich jetzt eine ganze Reihe von Themen, die auf dem Tisch liegen. Ich will vielleicht gerade mal an dem letzten jetzt anknüpfen. Können Sie gerade noch ganz kurz was zu Ihrem Hintergrund sagen, damit wir wissen, wer Sie sind? Also mein Hintergrund ist, ich habe Sinologie studiert. Ich war der Gründungsdirektor des Goethe-Instituts in Peking und habe dann nochmal zwischen 2006 und 2010 die Region China und das Goethe-Institut in Peking geleitet. Lebe in China und bin auch tätig als Übersetzer und Kurator und schreibe auch relativ hin und wieder was. Okay, danke schön. Ja. Ich stimme der Einschätzung von Ihnen, Herr Alpermann, natürlich zu, was die gegenwärtigen Verhältnisse in China betrifft. Aber ich glaube, was mir in diesem Diskurs fehlt insgesamt, ist ein bisschen mehr Selbstreflexion. Also ich will das mal am Beispiel der Studenten festmachen. Wir hatten in der Höchstzeit und ohne jede oder fast ohne jede Beschränkung hatten wir in China 1.200 Studenten. Wir hatten 2019, also vor der Corona-Epidemie, in Deutschland 40.000 chinesische Studenten. Niemand hat die Studenten gezwungen, in Deutschland zu studieren, aber auch niemand hat die Studenten gezwungen, nicht in China zu studieren. Also wir haben hier ein sehr viel grundsätzlicheres Problem der Wahrnehmung auf beiden Seiten. Also man muss ja einfach sagen, die Erfahrungen, die wir jetzt machen, sind ja eine Verschärfung und von Erfahrungen, die Kultur- und Wissenschaftsarbeit seit 1978, also seit dem Ende der Kulturrevolution, immer wieder gemacht hat. Nicht in dieser Brutalität, nicht in dieser totalitären Verschärfung, aber diese Erfahrungen sind nicht neu. Und ebenso wenig ist neu, das ist eine Erfahrung, die Leute, die in der Kulturarbeit lange oder Wissenschaftsaustausch lange tätig waren, ist ein fundamentales Desinteresse an einem tatsächlichen Verständnis der Komplexität, Widersprüchlichkeit und der Realität der chinesischen Gesellschaft, auch der chinesischen Kultur. Also vielleicht können wir diese jetzt im Moment erzwungene Pause auch ein bisschen dazu nutzen, mal über uns selber nachzudenken. Also was sind denn unsere Haltungen gewesen in der Vergangenheit und bis zu einem gewissen Grad bis heute, wenn wir uns mit China beschäftigen?
Und ich fände es für jede weitere Arbeit, unter welchen Bedingungen auch immer, nützlich und erforderlich, dass wir uns darüber mal untereinander verständigen. Die Frage der Bezahlung, um einmal auf dieses Thema noch einzugehen, eigentlich ist es selbstverständlich, dass bei Kooperationen beide Seiten sich nach ihren Möglichkeiten auch finanziell an Projekten beteiligen. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg haben wir unsere chinesischen Partner damit verwöhnt, dass wir sämtliche Kosten sämtlicher Projekte übernommen haben. Und auch dann noch, als eigentlich schon deutlich sichtbar wurde, dass unsere chinesischen Partner durchaus in der Lage gewesen wären, sich auch finanziell an gemeinsamen Projekten zu beteiligen. Ich halte das deshalb für so wichtig, weil die Tatsache, dass sich ein Partner mit seinen eigenen Mitteln an einem Kooperations- oder Austauschprojekt beteiligt, deutlich macht, dass er ein genuines eigenes Interesse an diesem Projekt hat und nicht nur die Gelegenheit nutzt, sich eben Deutschlandreisen oder Teilnahme an Konferenzen kostenlos zu beschaffen. Insofern würde ich sagen, müssen wir natürlich immer genau uns den Partner anschauen. Ich würde aber auch da sagen, nicht jeder staatlich unterstützte oder getragene Partner per se ist verdächtig muss verdächtigt werden, bei gemeinsamen Projekten irgendwelche unlauteren Absichten zu verfolgen. Also das SETS ist eins der Probleme, dass sehr viele dieser Kooperationen stattfindet, ohne dass die Partner sich wirklich kennen und übereinander Bescheid wissen. Also das wäre einer der zentralen Anliegen für eine künftige Kooperation, dass wir mehr übereinander wissen, bevor wir in Projekte einsteigen. Vielen Dank, Herr Karin Ackermann. Ja. Ich gehe davon aus, dass Herr Alpermann dazu Stellung nehmen möchte. Björn, du hattest, glaube ich, vorher in einer deiner Antworten auch von einem Neustart gesprochen, den die Kooperationen brauchen. Ich glaube, das passt da auch ganz gut dazu. Für den Neustart. Genau, um die Bedingungen für den Neustart. Kannst du das noch ausführen? Danke. Ja, also vielen Dank für den Input, Herr Karin Ackermann. Sie haben natürlich recht, dass die Relationen von deutschen Studierenden in China und chinesischen Studierenden in Deutschland sehr stark auseinanderklaffen und das auch selbst in besseren Zeiten getan haben. Aber 1400 Deutsche in China und 14.000 Chinesen in Deutschland, würde ich mal sagen, entspricht in etwa den Bevölkerungsrelationen. Ist also insofern jetzt nicht so überraschend. Aber wir sehen natürlich, dass auch schon vor der Pandemie das Interesse an China-Studiengängen in Deutschland deutlich nachgelassen hat. Und also der Höhepunkt war meiner Wahrnehmung nach 2008. Und seit den Geschehnissen damals, Unruhen in Tibet und dann die ganze Berichterstattung rund um die Olympischen Spiele, ab da ging diese Euphoriewelle, die es nach dem WTO-Beitritt erstmal gegeben hatte, dann deutlich zurück und das schlägt sich eben in den Studierendenzahlen nieder. Und je weniger Studierende sich für den Weg nach China oder in China Studiengänge entscheiden, umso weniger China-Kompetenz werden wir bei uns aufbauen können. Das ist einfach so. Also zumindest diese spezielle Art von universitärer China-Kompetenz. Es gibt natürlich auch andere Formen von China-Kompetenz, die eher im geschäftlichen Austausch erworben werden, aber über die rede ich jetzt hier mal nicht. Ob es tatsächlich immer dieses fundamentale Desinteresse auf der deutschen Seite gegeben hat, weiß ich nicht. Also zumindest innerhalb der Wissenschaft, denke ich, ist China eine Zeit lang auch ziemlich heiß gewesen. Ja? Und es wurden neue Studiengänge und neue Professuren auch geschaffen in den 2000er Jahren. Das ist so ein bisschen... Jetzt steht bei mir gerade das Bild... Soll ich mich einmal ausloggen, wieder einloggen? Ja, ist vielleicht am besten. Also jetzt geht es gerade für einen Moment, aber bevor das wieder hakt, vielleicht einmal raus und nochmal rein. Ja, dann überbrückt das mal eben. Ich versuche gleich wieder reinzukommen. Ja. Ich habe auch schon gesehen, dass im Chat jemand auch kommentiert hat. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit machen und so an der Diskussion teilnehmen, sobald Herr Alpermann wieder zurück ist und die Frage auch beantwortet hat, kommt dann Herr Röhr dran. Wenn es zwischenzeitlich weitere Wortmeldungen gibt.
Wir merken einfach wieder, dass die Digitalisierung in China so viel besser funktioniert als bei uns. Dem ist so. Ich war gestern an der Uni Hamburg und da lief die OE und im Asien-Afrika-Institut haben sich jetzt nur 19 Personen für den Sinologie-Studiengang entschieden, was extrem wenig ist. Also das geht schon sehr zurück. Ja, es ist natürlich auch schwierig. Also ich stelle das bei eigenen Studierenden, bei uns an der Hochschule natürlich auch fest. Bestimmte Ziele sind einfach jetzt nicht attraktiv. Ne? Also es gibt schon viele, die vorher auch Chinesisch lernen wollten und gerne ins Ausland gegangen wären nach China, aber es geht jetzt gerade einfach nicht und dann fängt man auch gar nicht erst an, die Sprache zu lernen. Man einfach weiß schon, dass man es nicht vertiefen kann. Ja. Björn, du bist wieder da. Dein Bild steht gerade, aber ich hoffe, wir haben wieder Ton. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Um das noch kurz abzuschließen, also ich sehe das genauso. Oh nein, stockt schon wieder. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich noch tun kann, vielleicht einmal den Computer runterfahren. Und außer du loggst dich vielleicht per Telefon ein. Sonst magst du es nochmal gerade probieren, Björn. Ja, ich kann ja auch weiter zuhören, vielleicht wollen die anderen einfach schon mal. Ja, dann genau, dann machen wir es doch so. Ja. Du bekommst die Telefoneinwahldaten und währenddessen hörst du dir die nächsten Fragen einfach schon mal an. Danke. Dann machen wir im Anschluss einfach eine ganze Reihe an Antworten. Herr Röhr, Sie haben auch eine Frage. Zunächst zu meinem Hintergrund. Ich war bis vor 8 Jahren deutscher Generalkonsul in Shanghai, habe dann 8 Jahre lang an der Tungli-Universität chinesische und deutsche Studierende unterrichtet in internationaler Politik, deutsch-chinesischen Beziehungen, EU-China-Beziehungen. Und ich wollte vor allen Dingen auf einen Aspekt der Zusammenarbeit hinweisen, der bis jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, jedenfalls hätte ich es nicht gehört, nämlich diejenige Zusammenarbeit, die allein von China finanziert wird. Mich haben während meiner Tätigkeit in Shanghai zahllose deutsche Wissenschaftler gefragt, ja, an welchem Projekt sind Sie denn? An welchem Projekt sind Sie denn tätig? Und ich habe immer gesagt, ich bin an gar keinem Projekt tätig. Mich zahlt eine chinesische Universität und zwar zu 100%. Und ich habe während dieser Zeit zahllose Deutsche und eine große Zahl von chinesischen Studierenden unterrichtet in bilateralen Beziehungen, in EU. Wir machen die Bundestagswahl, wir machen die Wahlen zur Europäischen Union, wir machen die politische neuere Geschichte. Niemand hat mir je Vorschriften gemacht über das, was meine Lehrmaterialien habe ich selber Hinweis bekommen über das, was ich dort unterrichte. Ob jemand im Saal gesessen hat, der den Inhalt hinterher weitergegeben hat, weiß ich natürlich nicht. Jedenfalls hat es zu mir nie ein Feedback gegeben und das ist diese ganzen Jahre gut gelaufen. Also ich kann Herrn Alpermann, wenn er mich dann hört, nur zustimmen. Es gibt Möglichkeiten, von Deutschland nach China hineinzuwirken, die auch von chinesischer Seite allein finanziert werden quasi. Und ich wollte einfach zu bedenken geben, dass es mehr solche Möglichkeiten geben sollte, dass möglicherweise mehr deutsche Wissenschaftler sich auch bemühen, in China tätig zu sein. Das ist derzeit vermutlich nicht so beliebt, weil ja alle sagen, jetzt hat uns da Putin reingelegt, demnächst legt uns Xi Jinping rein. Und wer das noch nicht begriffen hat, dem können wir auch nicht helfen. Aber das scheint mir doch eine etwas zu kurze Sicht der Dinge zu sein. Ich würde deshalb Herrn Alpermann, wenn er hört, gerne fragen, sehen Sie Möglichkeiten, auch ganz ohne deutsches Geld, die Verbindungen zwischen Deutschland und China aufrechtzuerhalten in einer Zeit, wo aus Gründen, die wir alle wissen, diejenigen, die über China reden, die meisten, die über China reden, schon mindestens 3 Jahre dieses Land nicht mehr von ihnen gesehen haben. Vielen Dank, ja. Frau Szymanowski, Ihre Frage bitte noch. Ja, zu meinem Hintergrund. Ich bin die Leiterin der DRD-Außenstelle in Peking und ich bin auch tatsächlich in Peking. Ich habe eher Probleme in die andere Richtung. Ich wollte 2 Sachen sagen. Erstmal ein Kommentar. Ich habe heute im DRD-Büro zum ersten Mal in diesem Jahr einen deutschen
Studierenden die Hand geschüttelt und war total begeistert davon, wie positiv dieser junge Mann hierher gekommen ist. Und er sagt, es sind 15 Deutsche, die da an der BEDA jetzt studieren und tröpfchenweise kommen die jungen Leute, so wie das eben von Herrn Alpermann gesagt wurde, die Visabestimmungen wurden gelockert. Es gibt die Mutigen bei unserer jungen Generation. Ich denke, wir, die wir hier tätig sind, was können wir tun? Sie ernst nehmen, sie dazu ermuntern, das zu wagen, das Abenteuer China. Ich glaube, diejenigen von uns, die in den 70er Jahren, 80er Jahren hier waren, das war auch nicht ganz so einfach, war auch ein Abenteuer. Das ist es jetzt auf einer ganz anderen Art. Und ich denke, das ist das, was wir als DRD auf jeden Fall machen. Wir ermuntern, wir versuchen da die kleinen Netzwerke herzustellen und eben auch diejenigen, die es sich wirklich sich auf den Weg machen, dann hier auch willkommen zu heißen. Das heißt, ich bin da ein bisschen optimistisch. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir wieder größere Zahlen haben. Aber es gibt diese jungen Leute und ja, das war das, was ich sagen wollte. Meine Frage ist, es ist ja heute ein ganz besonderer Tag. Ich hatte mich vor allen Dingen allerdings über die Ankündigung gefreut, dass Scholz kommt und wollte nur in die Runde fragen, wie wird das denn in Deutschland gesehen? Also hier in der deutsch-chinesischen Community wurde das mit in den WeChats mit Daumen hoch geteilt und ich wollte fragen, was da so die Einschätzung ist. Wird das uns helfen oder gibt es nur dann Aufschrei in Deutschland in den Medien? Das wäre meine Frage. Also, dass Scholz nach China kommt? Ja, okay. Am 3. 4. November, ohne Übernachtung. Aber er macht durch. Ja, keine Ahnung, was er durchmacht. Nee, ach so, ich dachte, das wäre bei ja, also genau, 3., 4., 11., aber ach so, das war hier die große Meldung heute Morgen um 6. Kam ja, okay. Ich weiß nicht, wann. Können wir auch gleich mal in die Runde noch geben. Ich sammle vielleicht mal, oder ja, könnten wir eigentlich, dass das wieder klappt mit der Telefonverbindung. Zwei Fragen haben wir jetzt schon aufgenommen. Vielleicht da zwei, drei kurze Statements. Ist das gut? Wird das als positiv wahrgenommen, dass Scholz nach Peking fährt, um dort Xi Jinping zu treffen, vermute ich jetzt mal? Oder ist das was, wo man eher kritisch sieht? Vielleicht ich weiß gar nicht, ob es Peking ist. Es heißt China. Who knows? We don't really know where. Okay. Es heißt nur, Scholz kommt. Okay. Gibt es dazu irgendwelche Meinungen? Also ich finde es immer gut, wenn Menschen miteinander sprechen. Also von mir gibt es auch einen Daumen hoch. Ich fand auch gut, dass Xi Jinping letztens endlich wieder das Land verlassen hatte. Und ja, man freut sich schon über, wenn es nur Begegnungen und Gespräche gibt momentan. Okay, danke. Ist auch nach diesem langen Austausch nur online vielleicht ganz gut, wenn Sie sich mal wieder sehen. Das ist doch immer was ganz anderes, das stellt man ja auch wirklich immer fest, wenn man Leute lang nur online getroffen hat und dann sitzt man sich mal wieder gegenüber und auf einmal fällt ganz viel der Vorurteile auch tatsächlich ab, wenn man einfach feststellt, naja, wir sprechen ja doch irgendwie von Mensch zu Mensch. Wie das allerdings bei Regierungschefs der Fall ist, da will ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf meinem Level jedenfalls funktioniert das. Okay. Dann sammeln wir vielleicht auch eine weitere Frage, Herr Dengel. Ja, schönen guten Morgen. Philipp Dengel, mein Name, vom Bayerischen Hochschulzentrum für China. Ich habe nicht so sehr eine Frage jetzt an Herrn Alpermann, aber mir geht, also viel von dem, was mir seit ein, zwei Jahren durch den Kopf geht, ist hier aufgegriffen. Und ich finde dieses Muster, das Herr Alpermann aufgesetzt hat, dass wir zunehmend als China-Kooperationsschaffende einer Art sozialen Ächtung, zumindest als Risiko ausgesetzt sind, das finde ich, das zehrt sehr an der Motivation. Sie ist weiterhin da, aber ich merke gerade im Wissenschaftsbereich in Bayern, dass das anfängt zu wirken, dass ich Kommentare kriege, ach, mit China ist kein Prestige mehr zu gewinnen, geschweige denn, dass das, ob das jemals die Frage war. Aber ich finde, das ist auch mit dem, was Herr Kahn Ackermann gesagt hatte, diese Frage zur Selbstreflexion, die finde ich ganz wichtig. Denn das, was die Wissenschaft gerade versucht zu machen, zumindest im Forschungsbereich, ist wahrscheinlich zukünftig eine stärkere, ich sag mal, Nutzen-Risiko-Abwertung. Und ich finde, im Kulturbereich oder im generellen Kulturaustauschbereich ist die Frage, und sehen Sie es mir nach, ich bin Kaufmann, der Nutzen ist bei uns nichts negativ Besetztes. Das ist einfach ein Begriff. Die Frage im Kulturaustausch ist doch, was ist denn der Nutzen? Und die sind häufig abstrakt. Und es ist unheimlich schwer, so einen abstrakten Nutzen oder ein abstraktes Interesse relativ
postuliert, relativ konkreten Risiken gegenüberzustellen und da zu einem guten Ergebnis zu kommen. Deswegen finde ich, und das sage ich jetzt etwas ungestützt, ich finde diesen Appell an die Selbstreflexion ganz wichtig. Denn ich glaube, man muss sich ein bisschen ehrlich machen. Wir können und wir haben die Verpflichtung, moralischen Kriterien zu folgen. Aber meine Erfahrung mit China ist, egal wer da an Regierungsmacht ist, es ist da. Es sind 1,4 Milliarden Menschen, mit denen wir zukünftig gut zusammenleben wollen. Und ich glaube, darum geht es, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir können nicht mit China immer moralische, oder ich halte es für sehr schwierig, immer nur moralische Prinzipien zu folgen, wenn es darum geht, ein Grundrauschen der Begegnung herzustellen. Und ich sehe das wirklich in Gefahr. Wenn man mit jeder Kleinigkeit das Risiko läuft als Agierender, wie Herr Alpermann das gesagt hat, sozial angeprangert zu werden, mit sehr fadenscheinigen Argumenten manchmal, die sehr kompliziert sind, sie zu entkräften, wo es eine sehr differenzierte Auseinandersetzung braucht, die aber in Zeiten von sozialen Medien nicht mehr gewährleistet ist. Also ich finde, da gehört auch von uns der Appell in die Community rein, die Begegnung an sich ist ein Interesse, das wir haben und das auch Berechtigung hat. Es tut mir leid, es ist sehr emotional in mir aufgeladen, aber ich sehe, dass wir uns gerade selber beschränken in unserer Perspektive und in unseren Möglichkeiten. Würden Sie sich da dann auch einen Neustart wünschen? Ein Neustart, das ist wie in einer Ehe. Ich glaube, selbst eine geschiedene Ehe ist nicht mehr neu zu starten im vollkommen neuen Sinne. Also ich würde immer auf das, also ich bin um jede Beziehung dankbar, die wir haben, weil sie einen Hebel gibt. Aber ich verstehe diesen Neustart in die Richtung, sich dieser Selbstreflexion zu stellen, was wollen wir wirklich daraus? Und das kann ich bestätigen. Das ist etwas, das wir seitdem es das bei China gibt, immer als erstes fragen, wenn es um eine bayerisch-chinesische Kooperation geht, was will denn die bayerische Seite? Und da kann man manchmal auch sagen, manche Interessen sind China getrieben, weil die bayerische Seite nicht immer die Zeit hatte oder die Muße hatte, sich wirklich zu überlegen, was wollen wir denn aus der Kooperation raus? Das macht die Kooperation an sich aber nicht schlecht. Das sind aber unsere Hausaufgaben, die wir machen müssen. Und ich denke, das ist auch dieser Aspekt mit der Selbstreflexion, weil uns das, glaube ich, wirklich bereichert, uns auch selber zu verstehen und uns ehrlich zu machen und damit dauerhafter auch agieren zu können und nicht dann rein auf wertebasierte Politik zu fahren. Denn ich glaube, Werte, also wenn wir wertebasiert und Interessenspolitik, das sind nicht Pole, das sind nicht Dichotomen, sondern sie stehen nebeneinander, unabhängig voneinander. Man kann die Regel schieben. Aber wir sehen es ja gerade selber, ich sage das häufig, schauen wir mal, wie weit Westeuropa bereit ist zu frieren im Winter und wie weit Werte tragen. Also tut mir leid, ich mache einen Riesenfass auf und das sehr ungeschützt, aber ich sehe diesen Grundkonflikt in mir bei jeder Diskussion, die wir haben. Und ich glaube, man geht sehr gestärkt rein in solche Diskussionen, wenn man weiß, was man will. Und da wäre es gut, wenn man sagen würde, Begegnung als Grundziel ist immer die Förderung oder das Interesse wert. Mhm. Vielen Dank, ja. Also stark Richtung Selbstreflexion, die Zeit nutzen, die wir gerade eigentlich haben, um nochmal drüber nachzudenken, wie wollen wir das eigentlich wirklich konkret haben. Okay, danke schön. Björn, sobald du Ton hast, sprich einfach dazwischen, dann kriegen wir mit, sobald du wieder da bist und dann machen wir auch wieder weiter mit dir. Ansonsten würde ich jetzt noch weiter Fragen sammeln. Jessica Mie, Sie haben die Hand oben. Gerne Ihre Frage oder Ihr Kommentar. Ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen zu meinem Background. Ich habe selbst in Heidelberg Sinologie studiert und auch Magister gemacht, arbeite jetzt bei Sinalingua im Bildungsaustauschbereich zwischen China und Deutschland mit Fokus auf Berufsbildung. Ich wollte einfach nur einen Beitrag, also zum einen teile ich komplett die Meinung von Herrn Dengel, finde ich vollkommen richtig so, dass wir
uns auch selbst reflektieren müssten, obwohl ich selbst keine Deutsche bin, aber hier, bin hier aufgewachsen. Zum anderen, was ich halt momentan gerade in den letzten 2-3 Jahren für eine starke Veränderung gemerkt habe, ist gerade im Bildungsbereich. Früher haben wir Bildungsaustausch zwischen China und Deutschland gemacht. Vor 5 Jahren waren alle deutsche Schule begeistert, wollten mitmachen. Wir haben kaum Probleme gehabt, eine Schule als Partnerschule zu finden. Und in den letzten 2-3 Jahren merkt man deutlich, dass die deutschen Schulen kein Interesse mehr haben am Bildungsaustausch zwischen Deutschland und China. Obwohl China, muss man dazu sagen, auch in den letzten Jahren sehr stark dazu tendiert, Bildung zu exportieren. Selbst dazu haben viele deutsche Schulen nicht so die Interesse. Ich muss sagen, in China, wie wir auch bereits merken, ist die Digitalisierung viel verstärkt. China hat im Bildungsbereich zum Beispiel erneuerbare Energie, Elektroautos als extra Berufsbildungsfach, was es hier in Deutschland auch gar nicht vorhanden ist. Auch im E-Commerce-Bereich hat China soweit ich weiß, vor 5 Jahren angefangen. In Deutschland gibt es das Fach E-Commerce erst seit 2 Jahren. Und da kann man wirklich noch sehr vieles von China lernen. Und China ist auch bereit, die Bildung zu exportieren. Aber da fehlt einfach ein Interesse von der deutschen Seite. Obwohl China dazu bereit ist zu geben. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und wenn ich da eine Frage hätte, würde ich dann einfach mal fragen, was könnte man tun? Um das, ich finde auch in den deutschen Schulen, die kommen auch gar nicht mehr mit der Entwicklung mit. Also deutsche Schule entwickelt sich so langsam und bleibt fast wie überall in diesem Land im Fleck stehen, und China entwickelt sich rasant. Und das muss einem auch gerade im Bildungsbereich klar gemacht werden, dass da einfach noch viel dazu zu lernen ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich überhaupt nicht weiterkomme. Und das einfach vielleicht auch mal als Frage in die Runde. Okay, danke schön. Also die Frage, was eigentlich tun, um Interesse an China auch im Schulbereich wieder zu wecken. Ich nehme es mal mit auf, würde jetzt gerade Herr Ebers Pecher aufrufen. Er hat im Chat auch schon kommentiert, dass sich das, was Sie gerade gesagt haben, offenbar im europäischen Vergleich auf einem relativ niedrigen Niveau verhält. Ich glaube, Frankreich ist da führend in Europa. Vielleicht haben Sie da andere Einblicke, Herr Ebers Pecher. Nein, also ich komme aus einem sehr multiplen Hintergrund. Ich bin Historiker und Sinologe. Ich habe lange das Düsseldorfer Konfuzius-Institut geleitet. Ich bin jetzt Dozent an der Sinologie in Bonn und Professor an der Hunan Normal University in Changsha. Also sozusagen so in der persönlichen Bildungsbrücke tätig. Und mir geht es um zwei Sachen. Das eine ist praktisch letztendlich dieses Thema China-Kompetenz. Also das heißt nämlich die Frage, wie gehen wir mit China um? Ich bin völlig bei den vorherigen Kommentaren bei Herrn Alpermann in der Richtung, dass wir müssen uns klarer sein, mit wem wir in China arbeiten. Und ich habe den Eindruck, sowohl bei den politischen Entscheidungsträgern, bei den Universitäten und Ähnlichem. Natürlich muss man genauer hinschauen, wen man da auf der chinesischen Seite hat. Aber ich habe den Eindruck, dass es uns da teilweise schon an der China-Kompetenz fehlt, um sozusagen zu erkennen, dass man mehr China-Kompetenz bräuchte. Also das heißt nämlich, was ich beobachte, gerade auch seit der Pandemie, auch angesichts des mangelnden persönlichen Austauschs, ist einfach in dem China-Diskurs, auch den wir in der Presse oder seitens der Politik haben, haben wir eher eine Verarmung, wo ich den Eindruck habe, es geht nicht darum, mehr Kenntnisse zu gewinnen, sondern sozusagen man geht immer mehr in Hülsen und redet immer mehr in Klischees. Und ich habe den Eindruck, dass sozusagen immer wieder verwechselt wird, dass Verstehen, was in China passiert, nicht bedeuten muss, dass man dafür Verständnis haben muss, ja, sondern dass es schlicht und ergreifend darum geht, was auch gerade hier von Herrn Dengel mit angeführt worden ist, China ist wichtig. China ist eines der größten Länder der Welt und das geht nicht weg, ob es uns gefällt oder nicht. Und damit, dass wir sozusagen jetzt sagen, ja, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, ja, davon geht China immer noch nicht weg. Und ich denke, gerade wenn wir der Ansicht sind, dass China ein Rivale ist,
halte ich es für umso notwendiger, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir da auf den verschiedensten Ebenen Kompetenzen gewinnen. Und das ist nicht nur im universitären Austausch wichtig. Ja, also wenn ich mir anschaue, welchen Anteil beispielsweise die Vermittlung von Kenntnissen zu China in Geschichte und Gegenwart an den deutschen Schulen hat, stelle ich fest, da haben wir eine solche bestürzende Enge, was internationale Sicht angeht. Wir brauchen gar nicht von Afrika oder Südamerika anzufangen, wo ich mich frage, was vermitteln wir da eigentlich und mit welchen Kenntnissen gehen dann auch junge Menschen praktisch dann irgendwann Richtung Studium oder ins Leben hinein. Ja, und wie gesagt, also es sind zum Beispiel dann auch an den Universitäten, die Sinologien oder die China-Wissenschaft, natürlich kennen die sich mit China aus. Aber was ist mit den anderen Fachbereichen, die kooperieren? Was ist mit den Verwaltungen zum Beispiel? Ja, so, das war jetzt ein bunter Blumenstrauß, den ich mal in die Runde geworfen habe. Aber ansonsten drücke ich Herrn Alpermann die Daumen, dass er sich mal wieder bemerkbar machen kann. Danke. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, wieder zu hören. Ist das richtig? Ja, ja, ja. Ja, okay. Also das hat jetzt endlich geklappt im Telefon. Es tut mir schrecklich leid, dass das jetzt so ein Murks war. Es war eine ganze Reihe von interessanten Wortbeiträgen, auf die ich jetzt alle nochmal im Einzelnen eingehen kann und will. Aber ich will nochmal so ein bisschen zusammenfassend auf die Frage nach China-Kompetenz bei uns in Deutschland eingehen. Das wird ja schon seit einigen Jahren sehr intensiv diskutiert, wie man da das Interesse gerade auch junger Menschen wecken kann. Ich habe nach wie vor das Problem, dass wir auch bei Schulen da zum Teil gegen verschlossene Türen anrennen müssen. Wir haben vor einigen Jahren mal alle Gymnasien in der Umgebung der Universität Würzburg angeschrieben und denen angeboten, kostenfrei China-Tage für ihre Lehrerinnen durchzuführen mit verschiedenen Themenschwerpunkten und so weiter. Und der Rücklauf war tatsächlich genau null. Also keine einzige Schule hat dieses Angebot von uns angenommen, irgendwas mal im Sinne einer Fortbildung für ihre Lehrerinnen und Lehrer durchzuführen. Das geht genau in die Richtung dessen, was Herr Ebertspecher gerade ausgeführt hat. Also es ist tatsächlich schwierig in den Schulen, da dieses Thema stärker zu verankern. Nichtsdestotrotz versuchen wir das natürlich weiterhin. Gerade jetzt im Augenblick ist eine Kollegin von der Geografie bei uns dabei, einen Reader zusammenzustellen, ein Studien- und Lesebuch für Studienanfänger und auch für Studierende aller Fächer sozusagen zu China, was dann hoffentlich nächstes Jahr rauskommen wird. Wir sind dabei, oder ich bin als Berater mit dabei, bei der Bundeszentrale für politische Bildung das Online-Angebot zu China zu aktualisieren und zu erweitern. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, wie man breiter und auch diverser über China berichten und informieren kann und dann hoffentlich eben auch junge Menschen, egal welcher Fachrichtung, dafür zu interessieren, sich mit China etwas intensiver zu beschäftigen. Also das würde ich erstmal zu dem Thema China-Kompetenz sagen. Vielleicht noch ein Punkt, dieses mehr Wissen auch über die chinesischen Gegenüber, das halte ich für ganz wichtig. Das hatten sowohl Herr Ebertspecher als auch Herr Kahn Ackermann angesprochen. Auch da muss man natürlich entsprechend etwas unternehmen. Das kommt ja nicht von alleine, dieses Wissen. Also wir haben jetzt an der Universität Würzburg beispielsweise ein China-Kompetenzzentrum ins Leben gerufen. Die offizielle Eröffnung wird in ein, zwei Wochen stattfinden, bei dem wir eben die KollegInnen aus den anderen Fächern versuchen zu beraten, wer denn ihre möglichen Partner auf der chinesischen Seite sind und wo die herkommen, wo eben auch eventuell Risiken einer Zusammenarbeit liegen. Das würde ich verbuchen unter dem Aspekt, die eigenen Hausaufgaben machen und eben da auch genauer hinzugucken. Also auch das muss einfach als ein Aufgabenbereich von Hochschulen und Universitäten künftig einfach durchfinanziert werden und wahrgenommen werden, sonst haben wir die entsprechenden China-Kompetenzen nicht. Vielleicht noch ein letztes zu den eher diplomatischen Ausführungen von Frau Szymanowski und von Herrn Dengel. Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Werte und Interessen stehen für mich nicht nebeneinander und sind sozusagen zwei Seiten einer Schale.
einer Waagschale, sondern ich würde eigentlich immer dafür plädieren, Werte und die Vermittlung von Werten als ein Kernanliegen unseres Austauschs mit China zu verstehen. Also meiner Meinung nach ist das Eintreten für unsere Werte, wie auch immer wir die dann im Einzelnen ausbuchstabieren, als liberale Demokraten und so weiter, eigentlich ein Kerninteresse, für das wir auch eintreten müssten. Ich sehe das nicht als sozusagen komplementär an, sondern das gehört eigentlich in den Kernbereich unserer Interessen hinein. Und ich finde das, was Herr Röhr dazu ausgeführt hat, wie er eben über seine Tätigkeit an der Tungti-Universität unser europäisches oder deutsches System genauer vorgestellt hat, das geht genau in diese Richtung und ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man dafür werben kann, auch liberal-demokratische Prinzipien beispielsweise im Diskurs mit China stärker zu verankern. Genau, dann haben wir schon seit längerem auch die Hand oben von Frau Mao Xiaohong. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, schöne Grüße aus Shanghai. Darf ich mich ganz kurz vorstellen? Ich heiße Mao Xiaohong. Mein deutscher Name ist Andrea und ich komme aus der Shanghai International Studies University. Ich bin eigentlich heute ganz zufällig auf diese Veranstaltung gestoßen, weil ich ganz kurzfristig eigentlich über diese Veranstaltung informiert worden bin. Und dann habe ich gesehen, das Thema interessiert mich sehr, sehr, weil es geht hier um kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Und gerade das ist auch mein jetziger neuer Aufgabenbereich. Ich arbeite hier für die Abteilung für internationale Kooperation und Austausch der Universität. Und gerade vor 2 Wochen arbeitete ich eigentlich für das University Council Office. Und jetzt bin ich zuständig für die ganze internationale Zusammenarbeit der Universität. Es ist eigentlich eine lange Tradition zwischen uns, für uns, sozusagen für die Shanghai International Studies University, dass wir langjährige mit unseren deutschen Partneruniversitäten zusammenarbeiten, zum Beispiel, wie gerade auch Herr Dengel auch er hatte nicht direkt erwähnt hat. Und wir haben, ich glaube, für fast 20 Jahre mit der Universität in Bayreuth zusammengearbeitet. Wir haben das gemeinsame Bachelor- und Masterprogramm. Und mit der Universität in Heidelberg auch sowieso haben wir fast 40 Jahre zusammengearbeitet. Deswegen gerade bin ich sehr berührt und auch bewegt, dass Herr Dengel da gesagt hat, es geht im Moment, da ist irgendwie zwischen China und Deutschland auch im Bildungsbereich so ein bisschen sozusagen schiefgelaufen sozusagen. Das ist so wie eine geschiedene Ehe oder so, hatte er so beschrieben. Aber ich würde da nicht so wirklich, nicht unbedingt so sagen. Ich finde, ich habe den Eindruck, dass beide Seiten weiterhin so großes Interesse an der Zusammenarbeit und dem Austausch, insbesondere auch im Bildungsbereich haben. Und ich wollte eigentlich ganz kurz sagen, ich bin jetzt zuständig für die internationale Zusammenarbeit, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ich da am ersten Tag in meinem neuen Büro kam, da habe ich überlegt, wie ich mich weiter für die chinesisch-europäische oder chinesisch-deutsche Zusammenarbeit zwischen meiner Universität und unseren Partneruniversitäten in Deutschland und sowie in Europa einsetzen kann. Da habe ich gerade sofort sozusagen 2 interne Ausschreibungen entworfen. Da habe ich auch weitergeleitet. Und ich merke jetzt, ist es im Moment wirklich nicht so einfach, vielleicht wegen Visa. Geschichte. Aber so wie gerade Kollegen schon erfahren haben, dass es inzwischen für längere Forschungs- und auch Studium, so Aufenthalt hier in China, ist es im Moment schon möglich, dass auch jetzt, Frau Szymanowski hat vorhin auch erwähnt, dass schon deutsche Studenten nach Peking gekommen sind. Und deswegen freuen wir uns hier jetzt auch, dass unsere die Studenten aus unseren Partneruniversitäten in den kommenden Monaten nach Shanghai kommen können.
Und wir setzen uns gemeinsam für diesen, zuerst mal für Studentenaustausch. Und für mich ist es im Moment vielleicht nicht nur der Studentenaustausch von großer Bedeutung, sondern auch, dass wir gemeinsam vielleicht gemeinsames Lehrprogramm und Forschungsprogramm auf den Weg bringen können. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt so schnell wie möglich so physikalisch sozusagen hier in Shanghai oder in Deutschland treffen können. Aber trotzdem können wir trotz dieser pandemiebedingten Reiseschwierigkeiten gemeinsame online zum Beispiel Lehrprogramme oder Forschungsprojekte oder auch Fachtagungen zum Beispiel gemeinsam organisieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass wir, weil ich muss mich jetzt zuerst mal einarbeiten und deswegen habe ich noch nicht so viel Zeit und überall herum an die Partner in Deutschland zu schreiben. Aber ich melde mich bei Ihnen. Wie gesagt, wir haben 6 Partneruniversitäten in Deutschland. Aber auf diesem Basis möchten wir noch weiterhin unsere Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen und Universitäten und auch Forschungseinrichtungen auszubauen. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn wir mehr Kontakte und mehr Kooperation, mehr Unterstützung vom DAAD bekommen können. Und Frau Szymanowski, vielleicht können wir mal, wenn Sie Zeit haben, dann würde ich Sie auch gerne in Peking mal besuchen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank für die positiv gestimmten Worte. Björn, möchtest du dazu auch nochmal was sagen? Oder es war ja hauptsächlich ein Kommentar, es kam jetzt, war keine direkte Frage. Ja, würde gerne einen kleinen Kommentar dazu loswerden. Also gerade wenn ich teile natürlich die Hoffnung, dass wir bald auch wieder Studierende an die Partneruniversitäten in China schicken können. Das hatte ich ja auch in meinem Vortrag und früheren Ausführungen gesagt. Ich sehe es allerdings ein bisschen als problematisch an, gleich so in die Richtung gemeinsame curriculare Entwicklung, Studiengänge und so weiter zu gehen. Selbst bei Fachtagungen, da treffen halt dann diese Restriktionen zu, von denen ich in meinem Vortrag auch gesprochen habe. Um nochmal ein aktuelles Beispiel zu geben, mich hat eine amerikanische Kollegin, die jetzt an einer amerikanischen Ablegeruniversität in China tätig ist, gebeten, einen Vortrag bei Ihnen zu halten und mich um Themenvorschläge gebeten. Und einfach, um das auch mal auszuprobieren, habe ich mein derzeitiges Renner-Thema Xinjiang vorgeschlagen. Und das ist natürlich abgelehnt worden. Also es gibt nach wie vor natürlich Tabuthemen und auch Partneruniversitäten oder Ablegeruniversitäten ausländischer Bildungsträger in China fühlen sich, ob sie es jetzt tatsächlich per Dekret verordnet gekriegt haben oder nur so im vorauseilenden Gehorsam machen, fühlen sich diesen Tabuthemen verpflichtet und sparen die sozusagen aus. Und das sind halt Restriktionen, denen man sich bewusst sein muss und wo man sich eben gut überlegen muss, ob man sich darauf einlassen will. Und das mag mal für eine Tagung interessant sein, einfach weil man ja nebenbei auch sehr viel lernt. Aber für ein tatsächliches Forschungsprogramm oder für einen gemeinsamen Studiengang würde ich das für hochproblematisch ansehen, wenn man von vornherein sozusagen da gewisse Restriktionen akzeptiert, die dann von chinesischer Seite auch ja gerne geändert werden kurzfristig, und dann aber sein eigenes Label sozusagen einem gemeinsamen Studienabschluss gibt und den dann sozusagen Whitewashing betreiben könnte. Frau Szymanowski hat im Chat auch nochmal auf Ihre Frage hingewiesen und ich wollte Sie nicht übergehen. Genau, ich würde das gerne als Abschlussfrage nutzen, Björn. Vielleicht kannst du nochmal drauf eingehen. Ja. Okay, nicht vergessen. Nee, genau. Also ich würde jetzt auch zum Abschluss kommen. Wir haben auch keine weiteren Wortmeldungen mehr. Insofern die Frage von Frau Szymanowski war nochmal nachzuhaken. Hier auch wirklich, ist es jetzt eigentlich hilfreich, dass Scholz jetzt kommt? Oder sollte er nur ein bisschen warten? Also mit jetzt ist da dieser 3., 4. November angeblich gemeint. Ja, was denkst also du, Björn? Ich halte den Zeitpunkt tatsächlich für ziemlich gewagt. So kurz nach dem chinesischen Parteitag der Kommunistischen Partei nach China zu reisen, wahrscheinlich wird er der erste westliche Regierungschef sein, der Xi Jinping dann zu seiner dritten Amtszeit gratulieren darf, persönlich.
Das, finde ich, wirft ein etwas merkwürdiges Licht auf die deutsche Bundesregierung, die ja eigentlich angetreten ist, mit einem etwas anderen Ansatz gegenüber China aufzutreten. Ich sehe das Ganze auch deswegen vielleicht etwas für verfrüht, weil offensichtlich die Ressortabstimmung über die sogenannte China-Strategie noch nicht abgeschlossen ist und die Bundesregierung noch gar nicht ganz klar sieht, welche Rolle sie China in Zukunft insbesondere zuweisen will in diesem Dreischritt Partner, Rivale, Systemwettbewerber. Wo wird der Schwerpunkt gelegt und in welchen Bereichen wird welcher Schwerpunkt gelegt? Da sind noch viele Fragen offen in meiner Wahrnehmung und ich befürchte, dass eine vergleichsweise frühe Reise von unserem Bundeskanzler da schon Pflöcke einschlägt und sehe das eher als ein Problem für die Koalition, sich da weiter abzustimmen. Nichtsdestotrotz will ich das jetzt nicht als rein negatives Fazit sozusagen stehen lassen. Gut ist es mit Sicherheit, wenn man miteinander spricht, ja, in welchen Formen auch immer, ob jetzt digital oder persönlich. Wichtig wird halt sein, auch wie dieser Besuch dann abläuft, ob es irgendwelche Deliverables gibt, ob irgendwas auch erreicht wird damit oder ob es eine reine Aufwartung, ein reines Aufwartung machen ist, dem dann künftigen wie auch jetzigen Parteichef gegenüber. Okay, vielen Dank für deine Einschätzung auch hierzu. Ich hoffe, damit wurde die Frage jetzt ausreichend beantwortet. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, dass Sie heute mit dabei waren. Ich glaube, es war eine sehr spannende und auch unterhaltsame Stunde, 1,5 Stunden mit Ihnen. Vielen Dank deswegen auch für die regen Beiträge und Kommentare, die dazu kamen. Sie haben auch verschiedene Informationen nochmal im Chat eingeblendet, auch wo Sie später dann das YouTube-Video zur Aufzeichnung finden, das Sie dann natürlich auch im Anschluss teilen können mit allen, die leider vielleicht nicht teilnehmen konnten. Erstmal aber noch ganz herzlichen Dank an dich, Björn, dass du heute hier warst und uns diese tollen Einblicke gegeben hast. Und da können wir vielleicht auch erstmal virtuell zumindest klatschen. Also vielen Dank an dich, Björn. Gerne. Dann möchte ich auch noch kurz einen Ausblick geben. Wir hatten ja heute jetzt den ersten Vortrag von dreien. Morgen hören wir dann eine Keynote zum Thema kulturelle Zusammenarbeit mit China neu denken, Ziele, Handlungsoptionen und Perspektiven für Akteure und Akteurinnen in Deutschland. Das wird, wie vorhin schon angekündigt, ein sehr praxisorientierter Einblick. Unsere Vortragende hierzu ist Dr. Sigrun Abels, die Leiterin des Center for Culture Studies and Science and Technology in China an der TU Berlin. Ich gebe auch gerne noch einen Ausblick auf den dritten Tag am Donnerstag. Da haben wir Frau Monique Knappen zu Gast. Das ist ein Vortrag, der auf Englisch stattfinden wird, mit dem Titel Cultural Exchange with China, From Assertiveness to Humility, Experiences, Challenges and Strategies of Actors Across Europe. Monique hat in den Niederlanden den China Connector mitbegründet und wird auch ebenfalls aus ihrer Berufspraxis im kulturellen Austausch erzählen, beispielsweise bei der Zusammenarbeit an Ausstellungen zwischen Deutschland und China. Insofern, ich sehe auch schon im Chat, ist wieder ein reger Austausch mit ganz viel Dank und ich freue mich, dass Sie alle da waren und freue mich natürlich auch, wenn ich Sie dann morgen und am Donnerstag wieder begrüßen darf. Bis dahin und jetzt aber erstmal einen schönen Tag an alle.